Ich wurde radikalisiert, würde ich sagen, als ich ein Auslandssemester in Bukarest in Rumänien gemacht habe, weil da die Autos noch viel stärker auf der Straße überall, also auch auf dem Gehweg parken und es sehr wenig Raum gibt. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, ja, nach Deutschland und habe dann erstmal wahrgenommen, dass es hier auch nicht so viel besser ist. Und dann ist mir das auch immer wieder aufgefallen. Das geht wahrscheinlich allen so, dass wenn man einmal drauf aufmerksam geworden ist, dann fällt einem das auf, dass es so nicht richtig ist und dass es nicht schön ist. Und da habe ich dann auch mehr überlegt, dass ich gerne in diese Richtung gehen möchte. Also damals auch im Studium, dass ich mehr in die Richtung Stadtsoziologie gehen möchte. Ich habe Soziologie studiert. Und dann auch mit meiner Promotion bin ich eben in den Bereich Mobilitätsforschung gegangen und habe mich da dann auch mit den Netzwerken, die dann später zu meinem Aktivismus geführt haben, in Verbindung gesetzt. Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass jetzt das Mobilitätsgesetz auf Berliner Ebene, also auf der Landesebene umgesetzt wird. Und ich denke, es wäre auch sehr gut, wenn es in den anderen Bundesländern auch ähnliche Gesetze gibt. Und dass es dann auch auf Bundesebene hoffentlich ein neues Verkehrsministerium gibt oder Mobilitätsministerium, in dem dann für den Rad- und Fußverkehr deutlich mehr gemacht wird und der Umweltverbund endlich in den Vordergrund rückt und die StVO entsprechend angepasst wird, dass der Autoverkehr nicht diesen Vorrang genießt, den er jetzt gerade immer genießt. Ja, ich denke, die ganze Gründungsphase, die war sehr einprägend und spannend. Ich bin relativ unbedarft und auch aktivistisch unerfahren dorthin gekommen und auch in den Kreis mit Heinrich Strößenreuther zum Beispiel, der schon sehr erfahren war, auch gerade was so Kommunikation und Protest oder Aktionsformen angeht. Und da habe ich sehr genossen, auch in einem Team zu sein von lauter Leuten, die ihre Dinge oder ihre Sachen sehr gut machen können und sehr professionell vorangegangen sind. Also da habe ich sehr viel gelernt. Und ich fand auch diese Aufbruchsstimmung sehr spannend. Also dass wir alle so an einem Strang gezogen haben und so ein klares Ziel vor Augen hatten. Ich würde mir wünschen, dass Changing Cities mehr noch auf die Bundesebene geht oder bundesweit Relevanz bekommt oder im besten Fall eigentlich auch noch europaweit Relevanz bekommt und sich mit anderen Initiativen ähnlicher Art vernetzt und anderen Organisationen vernetzt. Ich denke, wir haben jetzt schon einiges geschafft. Also wir werden auch von anderen Organisationen und auch bundesweit in anderen Städten als wichtige Organisation der Mobilitätswende von unten angesehen und anerkannt und auch wir werden als Experten und Expertinnen angefragt. Darauf bin ich jetzt schon stolz, dass wir das geschafft haben, uns auch so nach außen zu präsentieren, dass wir da was zu sagen haben und auch einen wichtigen, wertvollen Beitrag leisten können. Und ich würde mir wünschen, dass das noch stärker vorangeht, also dass wir noch weiter in diese Richtung wachsen.